Okay, ich bin doch tot. Ja, jetzt ist schon ein bisschen Ruinenaufbau, ne? Geht eigentlich. Nee, geht nicht. Zu wenig Holz. Ach ja. Immerhin habe ich keinen. Ha! Ey, da lebt ja sogar noch einer. Übrig, ja. Ja, es soll ja Chillout sein. Es ist wieder... Oh, wach bleiben. Jemand Bock auf eine Runde Age of Empires? Was? Stellmine ausschalten. Dass die Brote wegkommen, ja. Falls du das mit Teinmine meinst. Bleib mal noch kurz bei Age of Empires. Ich habe vorhin ein Video gesehen, da hat einer Mongolen gespielt in einem Ranked Game. Die Mongolen, die haben ja echt nur 3 Gebäude. Das ist total nice. Und die gehen ab. Ich glaube, das nächste Mal muss ich Mongolen spielen. Reiter, also wenn du Micromanagement drauf hast, was ich ja nicht habe, ne? Mit diesen Reitern, die im Reiten schießen, kannst du jeden zur Weißglut bringen. Instant, sofort ab Anfang. Weil du einfach nur um alle rumreitest und immer schön schießen, schießen, schießen. Richtig nice. Was? Mangudai? Heißen die so? Holzis haben wir denn jetzt? 12 gleich, okay. Da geht noch mehr. Wir sind Wikinger. Aber immerhin für den Anfang. Ey, ist immer noch alles rot. Das Sägewerk legt jetzt erst los, aber wir haben eh keine Überschuss an Brettern, ne? Das Verhältnis 2 Holzfäller auf ein Sägewerk, das stimmt doch gar nicht bei den Wikingern. Wasserwerk wäre mal cool, Leute. Komm, ein Holz, da kommt's, oder? Oh, das sieht gut aus, weil da muss auch nur eins hin. Auf geht's. Hier, du bist auch gerade dran. Nein! Ah, das kommt. Okay. Was geht da unten auf den Berg?
Kohle. Budai, die heißen bestimmt im Deutschen auch so. Hört sich zumindest nicht schlecht an. Hat jemand von euch gestern Wetten, dass angeguckt? Ich habe tatsächlich die letzte Stunde geguckt. Meine Fritze, sind die alle alt geworden, ne? Der Gottschalk ist ja auch schon 71. Ey, alter Vater, ey. Russ, wie viel Zeit ist denn rum? Eine halbe Stunde, das geht ja noch. Das ist ja alles noch im Rahmen. Ist rot, ne? Nee, ist nicht rot. Also können wir noch was bauen? Ist auch nicht rot. Mhm. Also wirklich, was kriege ich auch nicht hin an diesen langen Fluss? Jetzt haben wir hier auch nochmal einen Turm. Wir brauchen mal Platz. Und die dritte... Getreidegedöns brauchen wir auch. Ja, Essen wäre ganz cool, aber wir kriegen jetzt ja schon Brote. Haben wir eigentlich einen Bogen? Können wir einen Jäger bauen? Können wir produzieren Bögen, mal davon abgesehen. Sicher auch nicht verkehrt. Aber dass ihr hier mit dem Holz hier durch den Wald lauft, das war nicht der Plan. Naja. Im Deutschen... Mann, good eye. Ja, okay. Da ist ein N drinne. Ja. Hä? Nicht sprechen, King Joe. Das Renny macht ja nichts draus. Alle sagen ja. Das ist King Joe. Fans, wir bauen hier. Hätte ich nicht auch gleich setzen können, ne? Ich auch dumm.
sie eigentlich in Age 2 auch? Und können die da auch im Reiten schießen? Also ohne Witz, beim nächsten Mal spiele ich dann Mongolen. Muss das auch mal ausprobieren. Die müssen ja nicht mal Steine abbauen. Das läuft ja alles von alleine bei denen. Ganz komisch. Nee, da müssen sie anhalten. Okay. Aber ich mag das, ne, wenn du so Einheiten hast, wo du da, die einfach nur da sind, um deinen Gegner komplett hart zu triggern und mehr nicht. Total geil. Ich glaube, die können auch keine Mauern bauen. Brauchen die nicht. Dafür alle Gebäude einpacken und mitnehmen. Und dann haben sie, also man baut ja immer so ich wollte schon Zielobjekte sagen, so Monumente, wenn man in der Zeit aufsteigt. Und dann, da kriegst du dann auch ein Gebäude, wo, wenn deine Truppen dann da drumrum stehen, instant geheilt werden oder sehr schnell geheilt werden und auch einen größeren Buff auf ihren Waffenwert haben. Und wenn du halt dieses Gebäude halt mit zum Gegner rüberfährst, kannst du halt die ganze Zeit deine Truppen wieder heilen. Total lustig. Was habe ich jetzt dahin gebaut? Eine Werkzeugschmiede. Nein. Ja, Platz ist schon so eine Sache, ne? Ist eh schon kacke da unten. Da kommt Holz. Mongolen, die Zerg. Ich dachte eigentlich die Russen. Aber nee, die Russen auch nicht. Aber es ist auch so ein Rush-Volk. Da eigentlich ran? Oh, habe ich keine dritte Sense gebaut? Oben kommt Wasser. Ah, halt. So groß. Und Turm tut's auch. Nein, da kommt kein Wasser. Das ist der Gegner. Das ist ja lustig. Aber noch Spitzhacken. Eine Nummer 5. Und hier.
Hoffentlich verliere ich hier kein Land. Ja, aber die Bretter sind doch noch for free, oder? Baumstämme. Aber die nehme ich auch. Läuft. Als Quickie, da musst du gucken, wo du bleibst, ne? Dann nimmst du alles. Doch, man kommt ran. Guck. Man muss sich nur vernünftig freibuddeln, weil man hier keine Türme setzen kann. Vielleicht geht's mittlerweile. Nö. Yippie. Jetzt will ich Stein. Ja, schön. Also, machen wir die Steinmine wieder an. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Axt rumfahren. Ne? Tatsächlich. Okay, dann brauchen wir mehr Wasser. Dann brauchen wir noch ein Wasserwerk. Wo batschen wir das hin? Hier. Zweiter Fischer wäre auch nice. Den machen wir hier hin. So, alles gesetzt. Ja, war auch wieder zu viel. Oh, was ein Ziel. Lila. Lila, ist Lila stark? Nein. Ackerdorf. Ackerdorf. 10 Truppen. Was? Wie? Zum Lilanen hätte auch ein Ulfturm geteicht. Geteicht. Dein Ernst? Ja, komm, dann nehmen wir ihn raus. Na gut. Hab ich jetzt. Ja, jetzt. Yippie! 57 kk RIP. Ugh. Schwertkämpfer ist halt zu wenig. Ja, komm. Wartet halt mal kurz. Der läuft uns ja nicht weg, der Lilane, ne? Aber hier wären zwei nice Bauernhöfe. Setz dich hin. Ich sitze. Ich sitz doch.
Das hatten wir heute noch gar nicht. Nein, du sollst da runterlaufen. Weiß. Weiß. Gibt's nicht. Hä? La la la, habt ihr die Schwerter jetzt endlich mal da am Start? Kommt schon. Ja, das reicht. Der hat ja echt nur Acker. Oh, das gibt ein paar Brote hier. Wasser. Die Kohleminenfraktion sagt danke. Hätten die wenigstens noch ein bisschen Bier draus gebrannt, aber ist okay. Dann änder das doch um und stell dich hin. Keine Schwertis. Und ich werde angegriffen. Kann das sein? Aufpassen. Ist es echt ein Siedlerproblem? Leute, ich bin tot, ne? Wenn ich Pech hab. Es sind zwar nur L1, aber es sind viele. Tot? GG, ey. Fuck, ey. Oh, Mann. Was wollen die denn jetzt da? Oh, haben die noch Bogenschützen? Hahaha, Wichser. Und meine Waffen, das ist so schön da. Leb noch. Warte mal, wir gehen. Warte, wir gehen, wir gehen. Lass die, lass die. Ah, nee, das sind Schwertis. Scheiße, wir gehen doch hin.
Nee, er hat keine Schwertis mehr. Ah, 50-50 jetzt. Boah! Bitter, ey. Auf geht's, Siedler braucht das Land. Den Spruch sollte mal einer Ubisoft sagen. Was habe ich gerade gerissen? Ein Sägewerk? Wie bin ich jetzt... Ich war hier unten mit der Maus. Bin ich jetzt hier oben auf das Sägewerk gekommen? Hä? Also gut. Devito Man, danke für dein Follow. Grüß dich. Willkommen in der Zocker Lounge. Ich hab den Bier, ich hab leider keins mehr. Und Prost. Ich mein Jäger fertig geworden? Ja, der geht ab. Geht sogar voll ab. Noch 8 Follower, Leute. Haben wir 1100. Nice. Kein Bier zu Hause. Fuck. Bist hier trotzdem willkommen. Alles gut. Weil ich habe mir ja vorgenommen, dieses Jahr kein Bier mehr zu trinken. Okay, ich bin doch tot. Yippie! Ach, den gibt's auch noch. Ja, und Blau will auch nochmal. Oh, Scheiße. GG, ne? Das war dann wohl die Runde, um reinzukommen. Komm mal, die Schwertkämpfer weg. Da kommen noch mehr. Nee, keine Chance. Ja. Fuck. Was soll ich sagen? Hätte vielleicht doch nicht das Dorf angreifen sollen, hä? Habe ich sie getriggert? Na, ein Turm? Ne. Okay, nochmal. Uff, ey.